Nö. Aber in der Kiste hier in der Ecke bitte was sein. Ja, hier ist eine verschlossene Truhe versteckt gewesen. Folgt mir. Spiele. Also ja, das Erschweren, erschwert um 11 jetzt sogar schon. Also ja, es muss der Wert oder niedriger sein. Deswegen weiter Haarnadeln verwenden. Ich glaube, ich habe auch ein Rezept für Haarnadeln schon, oder? Haben wir unter Schmieden... Nein, Dietriche, Koscherstahl. Ich weiß gar nicht, ob es ein Rezept für Haarnadeln gibt. So, das war sogar um 12 erschwert, aber wir haben es gut hingekriegt. Dasselbe gilt auch für Fallenentschärfen übrigens. Nur, dass es da halt andere Würfel sind. Ja, Fallenentschärfen 16, erschwert um 6. Und Intuition und Fingerfertigkeit. Nur, dass wir beim Fallenentschärfen halt keine Mali haben. Also manchmal rentiert es sich wirklich in die Konsole zu gucken. Diesmal ist es halt schief gelaufen, weil wir Einfingerfertigkeit 20 hatten. So, diesmal hat es geklappt. So, 6 haben wir schon mal. Na klar. Erschwert um 14 dieses Mal sogar. Oh, dieses, das war ein richtig schlechter Wurf. Mit zwei 20ern. Ich habe nur 7. Es fehlen noch 2. Oder? Ja, 9 Embleme finden. Das Emblem haben wir. Das aus der Kiste haben wir. Das da können wir... Die funkeln zwar die... Oh, hier ist noch ein Ding auf jeden Fall. Ja, wenn Claes das einsteckt, dann dauert das eine Weile. Ja, hier ist wieder eine verschlossene Kiste. Au, mit einer Falle. Was aber halb so schlimm ist, die Fallen, die machen nicht viel Schaden. Okay, das heißt, eins fehlt noch. Die beiden Truhen haben wir. Hier ist keine Truhe mehr.
Das ist eine Holzwand. Und natürlich ist die Truhe dahinter auch wieder verschlossen. So. Damit haben wir die neuen Probleme und können wieder zu Quano. In Factions Namen tretet näher. Willkommen im Tempel der... Nun, keine Scheu, sprecht eure Wünsche. Embleme abgeben, da ich habe etwas für euch. Fangt. Ah, 9 Embleme, sehr schön. Das waren dann alle Embleme. Gratulation, ihr seid wahrlich ein Meister eures Fachs. Wie der Zufall so will, habe ich da eine pikante Aufgabe, die just die Fähigkeit eines Meisterdiebes erfordern. Naja, wie der Zufall immer so spielt, worum geht es denn? Nun ja, diesen verfluchten Schwarzsaugen ist doch tatsächlich gelungen, eines der begehrtesten Beutestücke Ferdox zu rauben. Und das auch noch vor unseren Augen. Unser eigenes Ablenkungsmanöver hat ihnen sogar dabei die Hände gespielt. Ich mag es kaum glauben, ihr müsst wissen, wir haben den Diebstahl zur selben Zeit versucht. Die Angelegenheit ist jetzt natürlich eine Frage der Standesehre. Wir wollen das gute Stück von den Schwarzsaugen zurückholen. Das ist doch eine Aufgabe für euch, meint ihr nicht? Oder ob ihr könnt selbst redend auf mich zählen. Wann geht es los? Sehr gut. So eine Aufgabe kann einfach niemand unseres Schlages widerstehen. Euer Ziel ist das Hauptquartier der Bande in Fuhrmannsheim. Ihr müsst dort heimlich eindringen und nach Möglichkeit unentdeckt bleiben. Schließlich soll es ja nicht auf einen offenen Kampf mit dieser Bande oder unserer Gilde hinauslaufen. Was soll ich aus ihrem Versteck rauben? Ihr werdet es womöglich erst glauben, wenn ihr es in den Händen haltet. Es ist der Schmiedehammer unseres hochverehrten Grafen, sein meistgeliebtes Werkzeug. Und um sowas wetteifern die Diebe Ferdox? Ihr müsst das so sehen, den Hammer des Grafen zu stehlen ist fast so, wie ihm den Bart abzuschneiden. Wenn das gelingt, der genießt großes Ansehen unter dem Diebesvolk. Und die Schwarzaugen haben ihn ganz gewiss nicht verdient. Das Ganze verdanken sie ohnehin nur unserem grandiosen Ablenkungsmanöver, welches Grovins Wachen fortgelockt hatte. Wenn man das so betrachtet, habt ihr natürlich recht. Also gut, ich soll also unentdeckt bleiben. Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Eine Sache wäre ja dann noch. Der Hammer wird sicher nicht so leicht zu finden sein. Womöglich werdet ihr einiges an Kisten und Truhen durchsuchen müssen, bevor ihr in den Finger kommt. Deswegen achtet darauf, dass ihr nicht erwischt werdet. Aus diesem Grund dürft ihr höchstens einen Mitstreiter mit euch nehmen. Mehr als 2 Leute würden mit Sicherheit entdeckt werden. Ihr werdet Jallik, einen meiner Männer, vor dem Lagerhaus der Schwarzsaugen treffen. Ich markiere es auf eurer Karte. Verhaltet euch unauffällig, bis Jallik euch ein Zeichen gibt. Fex mit euch. Mhm. Eine Frage der Ehre. Die Schwarzsaugen haben Grovins Hammer gestohlen und das vor den Augen von Quanus Diebesgilde. Dabei wollte er gerade eben diesen Hammer stehlen und es wäre den Schwarzsaugen auch nicht gelungen, wenn Quanus Männer nicht zuvor die Wachen fortgelockt hätten. Jetzt sind er auf Rache und plant den Hammer aus dem Hauptquartier der Schwarzsaugen zurückzustehlen. Immerhin stehen Ehre und Ansehen der Diebesgilde auf dem Spiel. Quano gab mir den Auftrag, den Hammer für ihn zu stehlen. Ich soll im Hauptquartier der Schwarzsaugen gehen und mich ruhig verhalten. Jallik wartet dort und gibt mir ein Zeichen, sobald die Luft rein ist. Dann kann es losgehen. Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Erstmal nochmal mit Quano reden. Hat er ein Rezept für Haarnadeln? Nein, hat er nicht. Er hat nur eine Einbrecherjacke. Und Lederhandschuhe. Und halt Dietriche. Dietriche sind gut, weil die geben plus 5 auf Schlösserknacken. Deswegen habe ich auch das Rezept für die Dietriche. Und seien wir mal ehrlich, 6 Silber, das können wir uns gut leisten. Klett ist ein paar Dietriche zu besorgen. Haarnadeln sollte ich hier aber trotzdem auch besorgen. Und ja, die Queste, die lassen wir jetzt erst einmal ruhen. Die hat Zeit, bis wir aus Moorpult zurück sind. Wenn, dann muss ich das mit Cladys zusammen machen, weil sie die Schlösser vor den Truhen knacken muss, sowieso.
So. Einmal querfeld durch, zurück zum Praios-Platz. Dass wir jetzt mal Salina Bescheid geben. Das Blut ist immer noch hier. Ja. Ansgar, du fauler Hund, pack mit an! Ja. Also dann mal rüber zum Praios-Platz. So, dann zur Salina. Die Grafenstadt. Ja, geht's da drüben lang. Hier gibt's doch, glaube ich, auch eher eine zwielichtige Person hinterm Spieß. Ist lustig, dass die sich gerade... Ach so, stimmt, die versteckt sich da unten, gell? Und wir können hier nicht direkt runter. Stimmt, die zwielichtige Person ist hier hinten. Dass wir noch ein paar Haarnadeln kaufen. Oder bin ich jetzt total doof? Ja, ich bin total doof. Wo zur Hölle ist die nochmal? Die zwielichtige Person. Ich habe sie doch schon mal gefunden gehabt. Ach, stimmt, hier hinten war sie. Ja, zeig mal, was ihr habt. Da ist ein Ring, der nicht identifiziert ist. Das bin ich. So, eine Haarnadel kostet 2 Hehler, also können wir ruhig mal 20 Haarnadeln noch kaufen. Und die auch richtig stacken. Keine Ahnung, zurück, dass wir einsammeln, das stackt richtig. Zeug, dass wir klauen oder kaufen, stackt nicht. Das ist immer komisch. So, jetzt Salina Hallo sagen. Wo ist sie denn? Schau mal einer an. Wen haben wir denn da? Ich hoffe, dieser nächsten Hydranischen Wort noch schön lange im Verlies der Stadt war. Wenn ihr euch da mal nicht zu früh freut, aber was anderes. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo Salina ist? Sie ist unterwegs und muss noch einige Sachen erledigen, bevor die Feierlichkeiten beginnen. Ah, und noch etwas. Bitte richtet Salina aus, dass Drano wieder ein freier Mann ist. Was? Bei 1000. Aber sicher doch. So, geschlossen. Also einmal haben wir den Diebesparcours. Das war doch ein Kinderspiel. Und Salinas Bitte. Drano ist wieder ein freier Mann. Zugegeben, es war nicht einfach, aber Salina wird davor umso glücklicher. Ja, ich habe Salina nicht mehr angetroffen, doch Hamlock wird die frohe Nachricht weiterleiten. Hoffe ich zumindest, denn diesem Schelm würde ich alles zutrauen. Gut. Nächste Station, also Grafenstadt. Der Burg wird ihm Bescheid geben.